Gäste Helene Fischer und Florian Silbereisen, Blitzhochzeit nach der Versöhnung? Manchmal sagen Blicke und zärtliche Gesten mehr als 1000 Worte. So auch bei Helene Fischer und Florian Silbereisen. Es war ein TV-Moment, der zu Tränen rührte. Helene Fischer und Florian Silbereisen zeigten sich erstmals nach ihrer Schocktrennung. Im Dezember in der Öffentlichkeit, traten gemeinsam in seiner ARD-Sendung auf. Viele hatten eine komplett inszenierte heile Welt-Show erwartet. Doch es kam anders. Denn die Stars wurden live im Fernsehen. Von ihren Gefühlen überwältigt, und es gab eine rührende Versöhnung. Schon zu Beginn begrüßte Flori eine völlig emotionale und nervöse Helene. Sie verriet durch ihre Körpersprache, dass ihre Gefühle für ihn längst nicht erloschen sind. Immer wieder streichelte sie Florians Wange und seinen Rücken, berührte seinen Nacken. Wie ein getrenntes Paar, das sich nicht mehr liebt, wirkten sie jedenfalls nicht. Florian Silbereisen und Helene Fischer, immer noch enge Freunde. Als er gefragt wurde, was denn nun mit Helenes Porträt auf seinem Oberarm passiere, antwortete er, ich würde niemals auf den Gedanken kommen. Dieses Tattoo irgendwie nur im Geringsten zu entfernen. Denn wir beide hatten 10 Wahnsinnsjahre, und das ist immer ein Teil meines Lebens. Dieses Tattoo werde ich weiterhin voller Stolz tragen. Kann man seiner jahrelangen Traumfrau eine größere Liebeserklärung machen? Wohl kaum. So empfand es offenbar auch die atemlos Sängerin, fiel dem Showmaster weinend in die Arme. Da ist noch so viel Vertrauen und Nähe. Auch bei Facebook sind sich die Fans sicher. Da ist noch ganz viel Liebe im Spiel. Oder? Wie sie sich anschauten, sie gehören einfach zusammen. Hochzeit nicht ausgeschlossen. Was sagt Thomas Seitel zu Helenes Ex-Freund? Jeder schien das Knistern zwischen den beiden zu spüren. Die Zuschauer vermuteten, würde Helene Fischer ihren Florian Silbereisen nicht mehr lieben,
sondern ihren neuen Partner Thomas Seitel 35, dann hätte sie diesen nicht so sehr im TV vorgeführt. Es schien ihr wichtiger zu sein, wie es Florian geht. Dem Mann, mit dem sie eine Familie gründen wollte. Wie das wohl Thomas, knapp 700 Kilometer von ihr entfernt bei einem kleinen Akrobatikauftritt in Landau, gefunden hat. Es scheint alles wieder gut zu werden bei unserem Schlagertraumpaar. Florian will Helene nicht loslassen, das, was sie hatten, nicht aufgeben. Direkt nach dem Liebesaus sagte er: Ein Leben ohne Helene könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Er will stark wirken, souverän. Das beeindruckt die Sängerin. Sie telefonieren immer noch viel, treffen sich weiterhin. Und nun? Werden Helene Fischer und Florian Silbereisen offiziell wieder ein Liebespaar? Und feiern eine romantische Blitzhochzeit? Weil sie merken, was sie aneinander hatten. Es wäre nicht ganz abwegig. Zweite Florian Silbereisen, jetzt lüftet er sein Liebesgeheimnis. Na, das ist mal eine Überraschung. Obwohl Florian Silbereisen nur selten private Einblicke in sein Leben gibt, überrascht er seine Fans nun mit einer unerwarteten Liebesbeichte. Die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen war ein Schock für die Schlagerwelt. Das Ex-Paar verkündete im Dezember vergangenen Jahres, dass sie ihrer Liebe keine Chance mehr geben. Kurz darauf ließ Helene die Liebesbombe platzen und verriet: Dass sie in ihrem Thomas einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch wie sieht es eigentlich in Florians Liebesleben aus? Florian Silbereisen ist mit seiner Karriere auf der Überholspur. In Sachen Arbeit könnte es für Florian Silbereisen momentan nicht besser laufen. Erst vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass der Star als neuer Kapitän von Das Traumschiff in See stechen wird.
Und auch aus der Schlagerwelt ist Florian absolut nicht wegzudenken. Doch wie sieht es eigentlich privat bei ihm aus? Hat auch er bereits eine neue Liebe fürs Leben gefunden? Florian Silbereisen spricht über die Liebe. Wie Florian nun berichtet, will er nach dem Liebesaus. Mit Helene vorerst auf eine neue Beziehung in seinem Leben verzichten. So verrät er gegenüber Bild: Jetzt bin ich erstmal Single und überhaupt nicht auf der Suche. Ehrliche Worte, die zeigen, Florian genießt momentan seinen Solo-Status in vollen Zügen. Ob er uns in diesem Jahr dennoch mit einer neuen Frau an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt.